Hoho, ho. Hier bin ich unscharf bestimmt. Hier bin ich scharf. Square für Künstler zeigt heute einen Film von Kerstin Polte. Kerstin Polte. Ich bin Regisseurin, Drehbuchautorin. Ich mag gerne den Geruch meiner Katzen. Ich mag gerne mittags ins Kino gehen. Ich mag gerne eine ganze Nacht durchdiskutieren. Ich mag nicht Intoleranz. Ich mag keine Schubladen. Ich mag keine Machos. Ich mag keine Menschen, die mir die Welt erklären. Und ich mag keine Menschen, die mir sagen, was richtig und was falsch ist. Ich kann in sehr kurzer Zeit ganz viel Chaos und ganz viel Ordnung produzieren. Ich kann nicht fliegen, aber ich übe. Ich kann nicht singen und ich kann nicht tanzen, aber ich mache es trotzdem. Und ich kann nicht Wäsche aufhängen, zumindest sagt das meine Frau. Ich kann nicht warten und ich kann nicht den Mund halten. Mein großer Wunsch war es, einen Film über eine Frau zu machen, die mit dem Thema Feminismus zu tun hat. Und eine Freundin erzählte mir von Suki, einer queer-feministischen Rapperin, die seit längerer Zeit schon diesen ganzen Bereich, der doch eher männerdominiert ist, recht sexistisch, recht homophob etc. pp., den Paroli bietet. Und da wusste ich irgendwie, dass das kann sie sein, diese Frau muss ich kennenlernen so. Und ich habe sehr, sehr viele Facetten auch dadurch von ihr kennengelernt, sie in sehr verschiedenen Rollen erlebt, als Aktivistin, als Philosophin, als Sprachkünstlerin, als Musikerin, vor, hinter der Bühne, als ein Mensch, der unglaublich viele Menschen begeistern und inspirieren kann. Aber auch andererseits habe ich eine sehr private, verletzliche Seite, auf ihre Ängste, ihre Sehnsüchte kennengelernt, mit denen sie immer sehr offen, also bewundernswerterweise offen und ehrlich umgegangen ist, auch mit Kamera etc. Sie ist jemand, die sich auch in Widersprüchen befindet und das durchaus auch immer wieder hinterfragt, was sie da tut. Also das war eine unglaublich berührende Reise, die ich nicht mehr missen möchte. Ich finde Suki cool, weil sie eine sehr intelligente Frau ist, die sehr viel Power mitbringt. Suki hat bei mir mein altes politisches Bewusstsein wiedererweckt und mein Bewusstsein für Feminismus tatsächlich. Ich finde, die Texte hauen einfach total rein. Also so politisch motivierte Sachen brauchen wir einfach. Geht vor die Augenbraue hoch und rappt so hart gegen rechts und dann sagt sie zum anderen so, ich trage mein pink Kleid oder mein lila Kleid und ich feiere das. Kacka. Was mache ich jetzt? Das ist doch ein wesentliches Element. Was hast du vergessen? Mein Rouge. Ich mag das ja mit dem Schminken wirklich. Ich finde, das ist ein schönes Hobby. Und es ist ärgerlich, dass es diese Schnittmenge gibt mit diesem blöden Normschönheitsthema. Das ist total ärgerlich. Macht es einfach Spaß, so rumzumalen. Ich will ja nicht dieses eine Verständnis von Weiblichkeit darüber irgendwie aufrufen. Ich glaube, ich bin in meiner Jogginghose mindestens genauso weiblich wie im Abendkleid. Das macht keinen Unterschied.
fühle mich heute ohne Rock so butsch. Ich trage sonst irgendwie 80-90% Röcke. Aber diese Hose ist so gemütlich, die will ich nie wieder ausziehen. Das finde ich ein Identitätsproblem. Surprise! Es gibt noch mehr als zwei Geschlechter. Republik in die Natur und du weißt, wer recht hat. Welche Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen. Lassen sie Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Es war kein Revier, kommt es in Gale, Giraffen. Wo es gibt Primaten, nimmt euch ein Beispiel an auf. Wenn wir nicht alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Traut euch. Also ich habe auch gemerkt, dass es auch ein bisschen so um homosexuell geht und so. Zum Beispiel sind Männer verliebt oder Frauen in Frauen. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, okay, Leute, Männer, die Männer lieben Frauen, die Frauen lieben, das geht gar nicht. Das ist irgendwie falsch, Gott will das nicht, das ist unnatürlich, das ist eklig, das darf es nicht geben. Denn in der Tierwelt ist es ja auch so, dass nur Männer und Frauen zusammen Kinder kriegen und als Familien leben. Aber das stimmt halt leider gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt ganz viele Beispiele von Pinguinmännchen, die mit anderen Pinguinmännchen ein ganzes Leben verbringen. Oder zum Beispiel bei den Seepferdchen ist es sogar so, dass die Männer die Babys kriegen. Das finde ich so schön. Wenn man verliebt ist und das keinem sagen kann, dann ist das ja bedrückend. Fürchterlich, ja. Und wenn man mit seinen Freunden darüber nicht reden kann, oder das ist doch schlimm. Also ich würde sowas nicht aushalten. Ein Seepferdchen beginnt der Lebenslauf mit der Schwangerschaft und Papas Babybauch. Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix. Tja, wenn das nicht queer ist, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tue mich damit schwer. So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. 7 Milliarden auf einen Schlag, alle weg. Sie müssen sich entscheiden. Selbstverständlich bezeichne ich mich als queer. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gelernt habe und erkannt habe, dass es mehr gibt als zwei Geschlechter, habe ich mich als bisexuell verstanden. Ich glaube, ich würde eher heute von Pansexualität sprechen. Es gibt ja auch die Definition, dass Bisexualität nicht bedeutet, man steht auf Männer oder Frauen, sondern man steht auf das eigene Geschlecht und andere. Das hat sich tatsächlich einfach über die Jahre so gezeigt, dass ich in der glücklichen Situation bin, nie in irgendwelche Sinnkrisen zu geraten, weil es für mich da keine Ausschließlichkeit gibt in den Formen des Begehrens in der Form von auch emotionaler Hinwendung. So. Es geht um die Person und nicht um das Geschlecht. Wer ist hier wegen Hip-Hop? Wer ist hier wegen Feminismus, wollte ich fragen? Wer vertraut fest darauf, dass beides gleichzeitig möglich ist? Ha? Feminismus ist einfach der Wind in meinem politischen Rücken, und Feminismus und Hip-Hop zusammen, kann das überhaupt, darf das, ist es möglich? Also tatsächlich werde ich manchmal gefragt, ist es möglich, Feminismus und Hip-Hop zusammenzubringen? Ich denke mal so, weil... Guck, ihr seid hier nicht richtig, Sprechgesang ist Männersache, mischt euch da nicht ein, ich fang ja auch nicht an mit Wäsche machen. Jedem das seine, und das sollte dann auch so bleiben, und geht's um diese Szene, müsst ihr halt die Klappe halten. Ich mein das gar nicht böse, sondern ehrlich, das heißt, ich zeige eigentlich wahre Größe wie mein Penis, weil ich's ausspreche. Im Hip-Hop gibt es keine Frauenrechte, das ist ein Hotel und alle Nutten müssen auschecken. Ich will nur sagen, es wär toll, wenn ihr respektiert, dass man euch hier nicht respektiert. Erstaunlicherweise wird, obwohl es ein kulturelles Feld ist, biologistisch argumentiert, also dass Frauen eher als passiv, emotional, im Bereich der Reproduktion, als schwach und so weiter verortet, quasi nicht gemacht sind. Also dass Hip-Hop ein Männerding sei, obwohl es im Prinzip ja nur darum geht, den Artikulationsapparat zu verwenden, ja, und sich gegebenenfalls auf eine Bühne zu stellen oder nicht dafür. Braucht man nicht mehr oder weniger Muskeln. Kein Mann verbietet mir hier, besser zu flaunen, seid ich mächtig und groß, ihr wälzen und doof. Ihr seid voneinander die schlechte Version, Second Rap-Produktion, wie gut das Sex oder so.
Erst etwas unsicher, dann läuft es richtig gut. Dann explodiert dein Herz so wie Tick-Tick-Boom. Nimm uns unter die Lupe oder switch auf Zoom. Keine Bolle-Pimmel-Rapper, meiner Kick-Gang-Crew. Wenn Frauen also im Hip-Hop aktiv sind, dann gelten für sie vielfach andere Maßstäbe. Es ist halt so ein bisschen dieses Ding für eine Frau gar nicht so schlecht. SA, so richtig gut ist sie nicht. Aber egal, sieht ganz cool aus, so ich würde sie abschleppen. Also entweder so Skills oder Fuckability. Und es stresst sie, dass ich kritisiere, worüber sie sich auszeichnen. Glaub mir, ich würde mich auch lieber nicht übel launisch aufreiben. Doch wenn ich Scheiße sehe, dann muss ich sie benennen. Ihr peilt nicht mal die Kritik, ich bin nicht die BPJL. Ich fühl mich machtlos, für euch bin ich nur drei Löcher. Ihr seid Männer, ihr seid die höheren Geschöpfe. Du stellt den Track schon aus, ich verschwende eure Zeit. Zeigt ein bisschen Disrespekt, zeigt was für Männer ihr seid. Ja, ja, ich bin der Gattel, warum hat denn niemand dieses Patriarchat zerbombt? Ich habe ein paar Jahre lang Musik gemacht und habe halt mit Leuten rumgehangen, die ziemlich viel Scheiße erzählt haben. Und ich habe das irgendwie als gegeben angenommen und dachte, okay, wenn die mich cool finden, dann bin ich auch cool. Bis ich gemerkt habe, dass die gar nicht cool sind. Und habe lange Zeit gedacht, dass die Jungs halt die Regeln machen und dass ich aber darin so einen Platz finden muss und einfach nur stark genug sein muss und durchhalten. Und ich habe mit ganz vielen Leuten gebrochen und habe dann halt gemerkt, da gibt es Bühnen, da gibt es Mikrofone und es gibt halt voll viele Leute, die Hip-Hop lieben, die sind so wie ich. Teller sind Schmutz, Wäsche zu waschen, müsst mal wer putzen. Essen beschaffen, Bad ist ganz dreckig, Duschvorhang schimmelt, Bettwäsche fleckig, Müll stinkt zum Himmel, Shampoo ist alle, Zahnpasta auch, Bier ist noch da, trink ich gleich aus, wenn du putzt, wird es viel sauberer, Schatz, dein Lächeln ist zauberhaft. Du sagst, wir kochen halt nicht. Ich koch doch. Sieh. Also ich finde, Kochen ist was sehr friedvoll Verbindendes. Aber das, dafür war früher kein Raum. Ich war die geputzt hat, ich war die Cola angeschafft hat. Ich habe alles am Laufen gehalten doch sehr lange mitgemacht habe. Ja. Und ich würde nicht sagen Verachtung, aber sehr kritisch von beiden Mädels gesehen worden bin. Ja. Ich glaube, mir hat es auch einfach um dein Leben leid getan. Und ich hatte natürlich auch Sorge, dass das ist, was ich verinnerliche, weil ich es ja nicht anders kenne. Und bei mir ist es ja dann total... Ja, das ich glaube, das ist auch mit einem Teil, warum ich nicht immer darüber diskutiere, weil das ist, immer noch der Kern deiner ganzen Arbeit, auch deiner geschlechterspezifischen Auseinandersetzung, glaube ich. Es hat sehr viel mit deiner Kindheit zu tun. Und da ist man nicht immer unbedingt begeistert davon, sich das anzugucken. Wir haben da nie so dicht zueinander gefunden, dass wir zum Beispiel jemals zusammen meine Platte gehört hätten oder so. Also ich glaube, das ist auch was ich immer so ein bisschen bedauere, dass das so gesehen und auch freudig gesehen wird, dass ich das mache. Aber wir haben nie zum Beispiel gemeinsam irgendwie einen Text diskutiert oder das gemeinsam gehört oder so. Gut, okay. Also es ist nicht so, dass ich deine Musik nicht höre. Die ist da unten. Die liegt da, ja. Und ich habe sie mir auch angehört. Aber ich sehe auch alle Anfeindungen und dass das nicht immer nur ein Sonntagsspaziergang ist, deine Arbeit, ja. Also du bist nicht Helene Fischer. Eure Tortendiagramme sollten in der Storchi-Gesicht landen. Die AfD ist zweistellig, wird doch bloß ein Nanenwitz machen. Logisch, dass dieser Partei die Partei zu wählen. Nicht sie in Erwägung, in einen Free-Fight-Verein zu gehen. Werfe einen Blick auf die Landtagswahlen. Und möchte direkt einen Panzer fahren. Deine Kunst ist auch sehr, sehr, sehr Finger in die Gesellschaft zu halten, ja. Und es kommt auch oft, dass ich dann Bange habe und... dass mich irgendwelche Nazis verprügeln. Dass irgendwelche Nazis verprügeln und mir das sehr viele schlaflose Nächte bereitet. Und ich natürlich da sehr am Arbeiten bin, da endlich loszulassen und... wirklich zu vertrauen, dass alles gut wird. Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte, irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund. Für mich ist sie ist nicht das Kind mehr im Sinne von meinem Kind, das ist mein Kind, sondern ich erlebe sie als Mutter und als Frau und wie sie die Dinge tut. Und das interessiert mich viel mehr. Ich habe immer das Gefühl, dass jemand anderes. Da sagst du, nein, ich bin Suki. Ja, du bist Nora. Ich kenne dich seit der Stunde null. Wie Suki, das ist Nora. Nein.
Ich möchte, dass das anerkannt wird. Ich möchte das. Kann man nicht verordnen. Ich wünsche mir. Boah, warst du jung. Ja, ich war auch mal jung. Guck dir das an. Das ist jetzt das erste Foto, wo wir alle vier drauf sind. Ja, hier auf dem Foto. Ja. So Aufrichtigkeit und an seinen Sachen dranbleiben und dafür einzustehen, das habt ihr auch ein Stück nicht nur von mir, sondern auch von eurem Vater. Ja, aber was soll ich jetzt dazu sagen? Ich kenne ihn ja gar nicht genug, um sagen zu können, wo ich was von ihm habe. Ich finde nicht, dass er einen guten Job gemacht hat als Vater. Er hat einfach keinen Bock. Also was, ja, aber wie gesagt, ich glaube ich einfach... Ich muss die Scheiße jetzt, ich sitze rum, heule, habe Depressionen, sitze in der Therapie und komme nicht klar und bin zutiefst betrübt darüber, dass die Scheiße so scheiße ist. Scheiße mit der Scheiße. Ja, dann hack die Scheiße ab. Normalerweise ist ja Depression sehr stark mit sozialem Rückzug verbunden oder irgendwie als wortkarg und müde und traurig und schlecht gelaunt und nicht wollen und nicht können und so verbunden. Bei mir ist es sozusagen eher so eine Form gewesen von Hochfunktion, aber ich habe echt den Bezug zu mir verloren. So. Und den Kontakt zu sich selber zu verlieren, das ist schon echt eine unangenehme Situation. Wenn man den ganzen Tag grinst, tut deinem abends die Fresse weh. Ich feier diese Party nicht, wenn's mir danach dreckig geht. Diesen Nemo-Kater werde ich nie wieder los. Ewiges Leben, lieber der Tod. Okay. Die Zukunft übertreibt ihre Rolle. Schlimmer, Unendlichkeit kann doch niemand wollen. Niemals. Keine Ahnung, wie lang diese Scheiße noch dauert. Ich weiß, schlafen ist wie tot sein, nur ohne die Trauer. Ich habe halt über 70 Interviews die ganze Zeit behauptet, dass es hier um ein politphilosophisches Thema geht und nicht um meinen eigenen Scheiß. So. Und dann sitze ich dann und habe mit meiner Mutter noch, ich war halt total sauer, dass sie nicht zu einem meiner vier Berlin-Konzerte gekommen ist und sagt so, warum bist du denn nicht da gewesen? So, warum interessiert dich das denn nicht? Und sie gesagt hat so, ich konnte mir das nicht antun, ich fand das so krass, ich konnte nicht sehen, wie da hunderte Leute vor der Bühne stehen und abfeiern, dass du an der Klippe gerade mit zwei Fingern noch hängst, so. Puh. Also ich würde nicht sagen, dass mir das nie wieder passiert, aber für den Moment bin ich eine wahnsinnig große Last los, die halt sehr, 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 sehr unsichtbar ist. Und wieso spreche ich jetzt darüber? Weil ich ja sonst immer so, man muss die Stigmata auflösen, Menschen müssen frei und offen leben können, also ein Schrank kann halt alles Mögliche sein, ja. Auch Depressionen können Schränke sein, so. Und ich das kann, und an jeder Stelle würde ich den Leuten immer sagen, ey, geh in dein Leben, so, du kannst es wegen irgendwelcher gesellschaftlicher Scheiße, Normativitäten, irgendwie kannst du nicht dein eigenes Leben verhindern, bitte kümmere dich um dich selbst, steh zu dir. Guck mal, wir gehen zur Amazone, das ist doch genau das Richtige. Oh. Es wird ein Hochzeitsgeschenk für zwei Frauen, die einander ehelichen, sofern sie das, also sich Verpartnerinnen. Eigentlich haben sie gefragt, Suki, würdest du da auf der Hochzeit spielen? Ich so, ja, kein Problem, ich konnte doch direkt einen Song schreiben. Da ist so, nein, du sollst übergriffig, du sollst mir den scheiß Song am Arsch. Homo. Sie wollen, dass ich das Wort Homo unterbringe. Das kann ich schaffen. Keine Scham, kein Bedarf. Sie schlagen Alarm. Ja, okay, das geht denn. Ah, okay, ich weiß nicht, was ich bin. Keine Scham, kein Bedarf. Sie schlagen Alarm. Sie schlagen Alarm, Alarm. Sie schlagen Alarm. Ich habe halt eben diesen Künstlerin-Status nicht, der irgendwie sagt, ich kann nicht anders. Es schreibt sich aus mir heraus. Ich werde durchfahren. Das ist es alles nicht so. Ne? Also ich muss mich auch schon überwinden und ich habe auch immer wieder Angst irgendwie vor dem eigenen Scheitern irgendwie. Und ich finde, ich habe da eher so was Bäuerliches, Handwerkliches da drin. Sie ist Genuss, noch ein Kuss, gemeinsam atmen. Keine Scham, kein Bedarf, sie schlagen Alarm, Alarm, keine Dogmen, kein Verrat, füreinander da. Jawohl.
Ich bin eine Braut heute. Das ist schön. Ja. Nee, nicht. Ich bin nur. Ja, das ist keine Braut. Wollen Sie die Lebenspartnerschaft mit der hier anwesenden Frau Ina von eingehen? Ja. Dankeschön. Frau Ina Hulu, wollen auch Sie die Lebenspartnerschaft mit der hier anwesenden Frau Marlene Bauer eingehen? Ja. Sie sagen, große Kleider, große Lippen, schwarze Haare, starker Ausdruck, jeder Morgen, jeder Mittag, jeder Abend. Liebe frei von erlernten Dramen, wie ist Genuss, noch ein Kuss, gemeinsam atmen. Kultur im Streit, Kultur im Austausch, sich berauschen, sich empowern. Jeder Abgrund wird dein Boden, jedes Unten ist ein Oben. Echt, wild, geht, schlau, fett, links, vier, Frau, verdammt, es braucht Platz, mach den Beat aus. Ey, queer, Konsens, queer. Und bei uns ist vor dem Hintergrund von queerer Vielfalt tatsächlich einiges los. Und es gibt drei lesbische, cisgeschlechtliche Leute, eine lesbische, nicht-binäre Person, eine cisgeschlechtliche, pansexuelle Person, eine heterosexuelle, transgeschlechtliche Person und ein cis-hetero-Mann. So, ne? Also es ist schon irgendwie, insbesondere für Hip-Hop natürlich, ne? Überhaupt kein Durchschnittsphänomen. Ja. Das ist ja auch dann immer wieder die Motivation, eben für andere mitzumachen. Das ist halt irgendwie so diese Pioniersarbeit, ne? Also zuzusehen, dass man das Feld gut bestellt, sodass andere davon dann später auch profitieren können, im Sinne von sich einbringen. Ja? Das hat ja viel mit Sichtbarkeit zu tun und wer wird wo gehört und kann sich wo wie zeigen mit dem, was er sie kann und wofür sich die Person interessiert und so weiter. Mein Redeanteil lag bei um die 7%. Topf war zu kurz und meine Jeans war zu eng. Denn wenn du inhaltlich keine Relevanz hast, geht es darum, wie du aussiehst, was du anhast. Das ist wie mit diesem Stage-Diving-Ding. Da kann halt kein Punk-Konzert mithalten. So, das wird am Ende von, keine Ahnung, 20 Leuten, die sich tragen lassen, irgendwie 16 oder 18 oder sogar 20 Frauen sind, so, die halt sonst in der Häufung niemals Stage-Diven würden, aus verschiedenen Gründen. Und um dazu zu gehören, griff ich erneut zur Bock. Ich war im allerbesten Falle nur die Freunde von. Aber heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht immer mehr ihre bescheuerten Namen. Ihre Stimmen verstummen, ihre Gesichter verblassen. Manchmal ist mir danach über diese Geschichten so. Darum weiß ich heute, sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht immer mehr ihre bescheuerten Namen. Wann war das, 98 oder 2006? Irgendwann sind die Erinnerung weg. Wirklich Besondere an ihr ist eigentlich, dass sie sich so viel anhören muss und es trotzdem durchzieht. Sie steht da so krass hinter und es ist einfach so voll, weiß nicht, voll aus dem Herzen und voll so ihr Ding. Das ermutigt irgendwie auch im Alltag, den feministischen Gedanken mit einzubauen, daran zu denken und dafür irgendwie auch zu kämpfen. Aber heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen, ihre Stimmen verstummen, ihre Gesichter verblassen. Manchmal ist mir da noch über diese Geschichten zu lang. Heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Und war das 98 oder 2006? Irgendwas ist die Erinnerung. Wenn ich mich mir entgegenstelle, was berechtigt mich, mich hier zu äußern? Die Schwerkraft der Enttäuschung und der Sinnlosigkeit. Kitsch zeigt zumindest offen, was Pathos zu verstecken sucht. Sicherheit, so ein unüberwindbares Hindernis zeigt. Keine Diagnose ist immer noch der bessere Fluch. Mehr über
über diese außergewöhnliche Frau erfahren möchte, kann auch sie auf jeden Fall auf einem der zahlreichen Konzerte, die sie dieses Jahr noch spielen wird. Und wer Lust auf noch mehr starke und tolle und außergewöhnliche Frauen hat, der gehe bitte auch in meinen Film, ins Kino und irgendwann auf Arte, aber bitte erstmal ins Kino gehen, bevor man den auf Arte schaut. Wer hat eigentlich die Liebe erfunden? Heißt der Streifen, der Ende April, Anfang Mai in deutsche Kinos kommt, möglichst zahlreich hineinlaufen, allen Bescheid sagen. Corinna Harfouch, Merit Becker, Sabine Timoteo in einem ganz außergewöhnlichen, humorvollen und poetischen Roadmovie, der das, was eigentlich für jeden etwas bereithält, eine Überraschung. Viel Spaß.